Ja, als erstes mal ein Dank an Dieter Thoma, die ruhigste Hand von uns allen. Und woher kommt das? Ja, weil er ein ausgeglichener Mensch ist. Ah ja. Mhm. Ja. Ja, gut, ich habe ja nur gefragt. Hm? Ja. Ja, dann können wir einsteigen. Ne? Ja. Qualifikation hat stattgefunden. Nichts Neues haben wir eigentlich nicht gesehen, oder? Naja, wir können eigentlich dankbar sein, dass diese Quali stattfand, denn heute Mittag, da sah es noch ganz, ganz böse aus, da ist hier eine Front durchgezogen, da haben wir gedacht, heute passiert überhaupt nichts mehr und da hätte ich dich heute morgen früh wecken müssen hier, aber das wäre sehr zeitig gewesen hier. Ja, du guckst mich so an, ja, vielleicht wärst du auch alleine aufgewacht, kann ja auch sein. Ich wache immer alleine auf. Entschuldige bitte. Also, ich weiß nicht, wovon du redest, also wir waren recherchieren und alles ist gut. Alles ist klar. Ja, also wir haben das geschafft, die Quali ist über die Bühne gegangen, ein Schelm. Denkt, was ich meine. Und die ist über die Bühne gegangen und wir haben eigentlich die Sprünge von denen gesehen, wo wir auch morgen erwarten, dass wir vorn sind. Also eine große Überraschung hat es nicht gegeben. Jetzt kommt Anders Jakobsen vorbei. Anders, hi! Ja. So, hat die Arbeit beendet schon, für den NRK zuständig, nächstes Jahr wieder dabei. Reagiert. Ja. Wieder dabei und vor allen Dingen, weißt du, wer auch noch dabei ist, haben wir auf dem Sender ein bisschen vergessen, müssen wir morgen nochmal sagen. Also Johann Remen Evensen hat noch nicht definitiv gesagt, dass er aufhört. Ich habe nämlich an der Kleinen Schanze gestern getroffen und sagt, er wird erstmal 3-4 Monate nichts machen, relaxing und dann schauen, wie sein Körper sich regeneriert und wenn das wieder alles okay ist, dann fängt er wieder an zu springen. Siehst du, ich habe doch geahnt, dass du heute noch eine Neuigkeit auf der Pfanne hast hier. Es geht doch. Man muss nur wollen. Und das weitere Positive ist, für die Vorhersage für morgen sieht richtig gut aus. Also soll ähnlich werden wie in Trondheim. Und was dort für ein Springen vonstatten gegangen ist, das haben wir alle noch in Erinnerung. Und dann habe ich noch was Positives. Wir hören jetzt auf, machen Schluss und sagen bis morgen. Also Sie können ja wechseln zwischen der ARD und uns mal bei uns zwischenzeitlich dann wieder ARD. Haben wir beide was davon, okay? Gut, Dieter, ja. Dieter, in Ordnung, so machen wir es. Also tschüss, bis morgen.